Der Allgemeinmediziner Markus Peters aus Bordesholm hat nicht nur eine Praxis vor Ort, sondern auch mit einer Online-Akademie und einer Community einen Weg geschaffen, wie du selber auch online etwas für dich, für deine Herzensgesundheit tun kannst und was eben genau diese Community auch beinhaltet und auch welche unterschiedlichen Online-Kurse Markus Peters im Angebot hat. Darüber sprechen wir heute. Markus, herzlichen Dank für deine Ja, vielen Zeit. Dank für die Einladung. Ja, Markus Peters, der Herzerklärer, erzähl vielleicht mal in kurzen Sätzen, was es damit auf sich hat und wie es dazu gekommen ist, ja, dass du ja den Weg von der Praxis in den Online-Bereich gegangen bist. Ja, das begann mit Corona, mit der Corona-Krise. Es war so, dass wir im ersten Lockdown, da habe ich ja noch gedacht, irgendwie, das ist in 2 Wochen abgefrühstückt und das Thema ist abgehakt. Das war meine Illusion gewesen. Wir gerieten da doch in ein sehr schwieriges Fahrwasser hinein, weil die Patienten nicht mehr gekommen sind. Und das fing dann auch an, nach ein paar Wochen doch sehr auch, ja, also ließ mich Fragen stellen an mich selber, ja, so sag mal, was ist eigentlich meine Aufgabe? Ja. Und nun habe ich schon immer wieder die Anfrage bekommen, ob ich nicht das, was ich mir erarbeitet habe im Rahmen der ganzheitlichen Herzheilkunde, das heißt körperliche, seelische und spirituelle Herzgesundheit, ob ich das nicht mal allgemein auch zur Verfügung stellen könnte. Und das ist auch dezidiert mein Ziel seit meiner großen eigenen Herzklappenoperation aufgrund eines angeborenen Herzklappenfehlers, die im Sommer 2019 gewesen ist. Und naja, dann kam eben Corona und dann bin ich nachts aufgewacht und habe wieder so sehr darüber nachgedacht, so wie geht es eigentlich weiter mit meinem Leben? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe aufgeschrieben, was ich alles kann, was meine Fähigkeiten sind und wofür ich geschätzt werde von den Leuten, was die Patienten an mir schätzen. Und dann kam auf einmal wie von selber, ich bin der Herzerklärer. Das war sozusagen nach einer halben Stunde Notizen, war das sozusagen dann unten Strich Herzerklärer. Ich bin der Herzerklärer, weil ich erkläre Zusammenhänge. Und dann ist die Online-Akademie entstanden, eben auch im Rahmen dieser Corona-Krise, aus der Überlegung heraus, dass ich Menschen die Möglichkeit geben möchte, sich zu informieren über die verschiedenen Herzerkrankungen. Hintergrund ist, das wollen vielleicht die Menschen nicht so unbedingt hören, aber es ist so. 80 bis 90% dessen, was ich in der Praxis erzähle, ist immer das Gleiche. Ja, es wiederholt sich. Ja, ich meine, es ist einfach der Weg, der zu gut Hochdruck führt und so weiter. Es sind immer die gleichen Punkte, die da abzuarbeiten sind. Ja, also es ist selten mal was Neues dabei. Und wo ich dann irgendwie auch dachte, so, nee, dafür brauchen mich die Menschen auch nicht live. Ja, sie brauchen meine Erfahrung, mein Wissen. Aber ich muss nicht live vor Ihnen sitzen. Und so habe ich dann angefangen und habe jetzt verschiedene Online-Kurse jetzt mittlerweile veröffentlicht. Mein Ziel ist es, im Rahmen dieses Jahres, also 2023, zu allen großen relevanten Herzerkrankungen jeweils einen eigenen Online-Kurs zu machen, wo man sich selber informieren kann über sehr viele Videos zu verschiedensten Themen, also wo ich einmal erkläre, wie es überhaupt zur Erkrankung kommt, wie die Erkrankung definiert ist, was man schulmedizinisch macht, welche guten und welche schwierigen Seiten das Ganze hat, was man aus ganzheitlicher Sicht tun kann und auch, was das Ganze seelisch mit einem zu tun hat, was es spirituell mit einem zu tun haben könnte, ja, bis hin zu meditativen Anregungen zum Umgang eben mit einer bestimmten Erkrankung. Und dann auch jeweils noch Interviews mit Spezialisten zu verschiedenen Spezialfragen zu jeder Krankheit. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich merke, und ich sage mal, da bin ich selber auch genauso Patient wie jeder andere auch, wie schwierig es ist, seine Gewohnheiten im Leben zu verändern. Wir müssen uns mal darüber im Klaren sein. 95% aller Herzerkrankungen des Erwachsenenalters
sind lebensstilbedingt. Ja, das ist eine wahnsinnige Zahl, 95%. Und es gibt keine bessere Intervention in der Kardiologie, als seinen Lebensstil zu verändern. Gleichzeitig ist es aber auch die größte Herausforderung, was fast keinem Menschen gelingt, nur ganz, ganz wenig Menschen gelingt. Warum gelingt es nicht? Weil ich keine Gruppe habe, die mich unterstützt. Und das ist das Ziel der Community, eine Gruppe aufzubauen. Und damit habe ich jetzt angefangen, eine Gruppe aufzubauen, wo wir uns gegenseitig unterstützen und fördern und uns sozusagen gegenseitig fördern wollen, es immer besser hinzukriegen. Auch im Umgang mit der Erkrankung, ja, mit den Ängsten, die verbunden sind. Ja. Also wie viele Menschen gibt es, die trauen sich nicht mehr, das Haus zu verlassen wegen Herzrhythmusstörungen, weil sie Angst haben, sie fallen gleich um. Ja. Und da eben zu merken, okay, ich kann ja doch rausgehen und mir passiert nichts. Ja. Mhm. Und dann eben sich gegenseitig zu feiern. Mensch, du hast es geschafft. Du bist im Wald gewesen, bist spazieren gegangen. Ja. Mhm. Also das gibt einfach Power. Das ist das eine. Ja. Wenn ich was dazu sagen darf, Markus, ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass das für die betroffenen Patienten wirklich sehr, sehr hilfreich ist, weil stellen wir uns da mal eine Situation beim Hausarzt vor, der misst vielleicht den Blutdruck und sagt, okay, Mensch, hören Sie auf mit dem Rauchen, machen Sie Ausdauersport und vielleicht wegen erhöhten Cholesterinwerten essen Sie halt gesündere Lebensmittel. Das sagt der vielleicht innerhalb von 2 Minuten, dann kommt der nächste Patient rein und dann geht der Patient wieder aus der Praxis raus und fühlt sich damit alleingelassen auch. Insofern kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das wirklich hilfreich ist, unter professioneller Anleitung von einem Herzspezialisten da an seiner eigenen Gesundheit auch zu arbeiten. Genau, weil wir wissen alle wahnsinnig viel, zumindest hier bei uns im Westen. Also der Kopf ist riesengroß, ja. Also und unser Denken, ja. Aber wie bekommen wir das ins Gefühl, wie bekommen wir das in den Willen hinein, wirklich in die Handlung hinein, und zwar nicht nur für 3 Tage, sondern für Wochen, Monate, Jahre hinweg, ja. Das ist die Herausforderung, ja. Dann gibt es ein zweites Thema, und zwar, ich habe die Community genannt für herzgesundes Leben und Herzbewusstsein, ja. Wir leben in einer Zeit, und das hat ja auch die Corona-Krise nochmal ganz massiv gezeigt, wo wir in einer unglaublichen Polarisierung leben. Ja, ich nenne mal nur ein Beispiel. Die eine Gruppe wurde Corona-Jünger genannt, die andere Gruppe wurde Corona-Maßnahmen-Leugner oder Corona-Maßnahmen-Kritiker genannt. Ja, die einen haben davor Angst, die anderen haben davor Angst. Es geht ja immer so weiter. Ja, und auf der anderen Seite erleben wir auch in der Natur ein immer größeres Auseinanderdriften in die extremsten Situationen hinein. Ja, also von Trockenheit und Starkniederschlägen und so weiter. Ja, gleichzeitig, vielleicht haben das die ein oder anderen Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal gehört, diese ganze Frage, was ist mit dem Polsprung, steht der jetzt an, steht der nicht an, er hat Magnetfeld, das hat Einflüsse auf unser Bewusstsein. Und wir stehen da wirklich gerade in einer ganz, ganz spannenden Situation in der Menschheitsgeschichte, wo gerade ganz viele Dinge sich grundlegend verändern. Und da will ich eben auch mit der Community einen Raum schaffen, wo wir gemeinsam diese Herzensqualitäten, die es gegenwärtig nicht mehr gibt in unserer abendländischen Gesellschaft, wo wir die kultivieren wollen, um da heraus auch wieder eine neue Kraft werden zu lassen für die Zukunft. Also wirklich ganzheitlich und dann ja sich als Community dann gegenseitig unterstützen. Ja, genau. Und du sagtest, dein Ziel ist es auch, jetzt in 23 zu allen relevanten Herzerkrankungen auch eben
entsprechend Kurse eben zu erstellen. Aktuell ist ja, glaube ich, ein Kurs von dir zum Thema Bluthochdruck. Bluthochdruck, Vorhofflimmern und Herzrhythmusstörungen gibt es bereits. Als nächstes kommt Herzschwäche, dann kommt koronare Herzerkrankung und Herzinfarkt dran. Und dann kommt das große Thema auch noch dran, wie umgehen mit Ängsten bei Herzerkrankungen. Ja. Ja, also etwas, was wir, ja, wo wir eben selber sagen können, okay, das ist gerade ein Thema, was mich entweder persönlich beschäftigt oder ich vielleicht eben das gerade in der Familie eben habe und wo ich als Angehöriger eben mich informieren möchte, weil ich eben in Sorge um meinen Angehörigen bin, wie kann ich ihn bestmöglich eben unterstützen, das auch nochmal, ja, um Wissen zu tanken, um eben auch zu wissen, wie kann ich das in der Praxis auch dann eben anwenden. Genau, mir geht es immer, egal ob in der Praxis oder online, mir geht es immer um die Selbstverantwortung. Ja? Ich glaube, es wird jetzt und in der nächsten Zukunft immer wichtiger, dass wir in die Lage kommen, dass wir uns selbst die Antwort geben. Ja? Und nicht mehr auf irgendwelche Autoritäten von außen hören. Ja? Dass es problematisch sein kann, auf Autoritäten von außen zu hören, sei es Wissenschaftler, sei es Politiker, sei es Medien, ja, sei es die ARD und ZDF und so weiter. Ja. Das ist ja jetzt wirklich deutlich geworden, dass das sehr kritisch zu hinterfragen ist. Das heißt, ich muss die Antwort aus mir selber herausfinden. Und so ist all das angelegt und will ich weiterentwickeln, dass ich so viel Informationen gebe, so viel von meinen Erfahrungen mitteile, dass jeder in die Lage kommt, sich selbst die Antwort zu geben. Ja, wirklich in die Selbstverantwortung hineingehen kann. Genau. Das ist mein großes Ziel. Sehr gut. Damit leistest du, glaube ich, einen sehr wertvollen Beitrag. Die Informationen zur Community von dir, vom Herzerklärer Markus Peters, werden wir entsprechend hier verlinken. Markus, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke dir auch. Bis dann.